Das ist Müll. Können wir das hier? Mit der Nachricht gehe ich lieber vorsichtig um. Allerdings. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Dann schmeiß sie doch weg. Leer. Baldrian-Tropfen. Kräuterapotheke. So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Nehmen können wir sie nicht. Da hängt ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Mhm. Das klingt nicht gut. Wagen wir es. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Hinauf. Da hängt ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Das klingt. Denken. Da hängt ein. Hinauf. Das klingt. Denken Sie. Benutzen können wir es nicht. Und der Maulwurf hilft uns auch nicht weiter. Die Tür ist jetzt offen. Hey! Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Vielleicht können wir in den Garten, vielleicht sind wir dort was bekommen. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bis zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Aber vielleicht könntest du magischer Schlüsseldieb werden. Tut mir leid, oder aber so. Ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Tut mir leid. Zu. Verschlossen. Die Maus mit dem Rucksack hat sie gerade mit dem Schlüssel daneben der Tür abgeschlossen. Ach was. Vielleicht kann ich die Maus irgendwie dazu bringen, die Tür offen zu lassen, wenn sie aus dem Garten kommt. Dann könnte ich da in Ruhe rein und rauslaufen. Ja, aber das bringt uns doch nichts. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Wenn wir sie irgendwie ablenken und rausgehen, während sie nicht rausgeht, vielleicht muss, wäre das eine Möglichkeit. Wir müssen hier irgendwie eine Schlüssel abnehmen oder so. Weil so kommen wir jetzt nicht lang. Die Tür ist jetzt offen. Da steht dieser mürrische Hase. Hey du, das ist Privatbesitz. Raus aus dem Garten. Können wir unseren Ring hier dran hängen? Lieber halte ich. Nicht unseren Ring, sondern unser Dingens. Tja, hier gab es doch hier Ratersuch. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Okay. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganz beeilen, wenn ich nicht weiß, was tun soll. Entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Ich warte im Rathaus auf dich. Das war ja hilfreich. Vielleicht suchen wir hier mal wieder Morat. Im Rathaus, um Rat zu. Nochmal wegen meinen Vorbereitungen fürs Wipfelfest. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das... Das sagtest du. Okay, und was muss... Grün, Schnabel. Vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Backwerk haben wir schon. Frage die Einladung. Am besten an der Maus.
Markus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber wo kriegen wir einen Umschlag her? Gebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wie soll ich die Einladungen denn verschicken? Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Wo finde ich den? Er kann die Einladungen für dich verteilen. Aber im Café gibt es keinen Blausaft. Wie, was? Kein Blausaft? Da ist bestimmt etwas passiert. Versuch, Kontakt mit den Zwergen aufzunehmen. Ja, wie denn? Sie wohnen am Nordrand des Waldes. Folge dem Kaltwasserbach vor dem Stadttor durch die Felder bis zum Dunkelwald. Am Ende des Weges liegt das Haus der Waldzwerge. Ja, aber da steht der Tunichtgruß davor. Den müssen wir als nächstes loswerden. Ich glaube, jetzt weiß ich genug. Noch nicht gut genug. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Wir müssen diesen nervigen kleinen Fratz loswerden. Tja. Da gehen mir auch echt die Optionen aus. Ja, wenn wir da weiterkommen bei dem Kleinen, dann sind wir ja auch weiter, dann sind wir bei den Zwergen und so. Ja, okay, hier kommen wir nicht lang. Zurück. Hier lang, steinerner Weg. Der Typ ist nervig. Der will was Süßes. Hunger hast du. Ach so. Am besten, wenn man ihn vor dem Hauptgang isst. Wozu gibt es überhaupt einen Hauptgang? Ja, nee, ist klar. Vielleicht können wir irgendwo Sirup besorgen, irgendwas. Nochmal mit ihm reden. Ich glaube nicht, dass das was bringt, aber... Schon wieder du? War ja klar, dass du wiederkommst. Aber hier ist immer noch Sackgasse für dich. Die Brückenbaut. Maut. Die Brückenbaut kostet 300 Laubtaler. Verdammter kleiner Klugscheißer. Auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Können wir nicht den... Können wir nicht die Mutter holen und den einfach... Schneider. Mäh, ich hab vielleicht Hunger. Woher bekommen wir was Süßes für den? Wenn man ihn vor dem Hauptgang isst. Wozu gibt es überhaupt einen Hauptgang? Damit du dich nicht nur vom Zucker ernährst. Das ist ein bisschen... Erbsenkugeln, die können wir nicht nehmen, oder? Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Wir müssen mit irgendwas... Wir haben doch hier im Inventar diesen Zapfhahn. Den müssen wir irgendwo anbringen. Und irgendwo Saft absaugen, das vermute ich doch. Haben wir irgendwie einen süßen Saft, der dann uns weiterhilft. Aber wo gibt's hier was Süßes? Das ist... Ja. Grübel. Hey, boah, warte mal, hier gibt's doch dieses Fass hier. Vielleicht können wir an diesem Fass hier. Nee, da haben wir's her. Das bringt uns nichts.
Nee, hier wäre alles vergebens. Zapfen an der Blume. Da muss man nichts abzapfen. Ist richtig. Und ein süßer Saft, den man hier vielleicht an Kürbis oder Bienenstock, hier ein bisschen Honig. Das wäre doch eine Möglichkeit. Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Vielleicht muss der Lolli mit Honig versüßt werden. Gute Idee. Ja, das ist eine Idee. Jetzt haben wir einen süßen Lolli. So sieht der Lolli schon viel schmackhafter aus. Den können wir bestimmt nicht in den Schlummertrank packen. Boah, der Kleine, der geht mir auf den Ranzen. Das ist... auf den Ranzen. Ich erfinde hier neue Sprichwörter. Die sind fleißig am Arbeiten. So, hier zur Stadtmitte. Vielleicht jetzt vor Stadttor, da müssen wir hin. Bartkratz. Juti, hier auf dem steinernen Weg. Das wird doch jetzt nehmen, oder? So, Honiglolli, vielleicht können wir ihn damit bestechen. Den Humbert. Was riecht da so gut? Oh, ein Honiglolli. Okay, ich sag dir was. Friss und verreck dran. Ausnahmsweise. Lecker und gesund. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Lolli durch den Honig sogar gesünder geworden ist. Kann gar nicht sein. Gesunde Sachen schmecken. Seit wann sind so komische Wiesel wie du Gesundheitsexperten? Hier scheinen Tiere doch zu allem fähig zu sein. Da würde mich ein Wiesel, das Gesundheitsexperte ist, auch nicht wundern. Auf dem anderen Seite des Bachs. Auf der anderen Seite. Oh, ein Mann mit Hut. Jetzt kommen wir hier dran vorbei. Ins hohe Gras. Ein wildes Pokémon greift dich an. Oh. Eine Krähe. Oh, und die kleine Ursula. Was war das? Da drinnen im alten Radio. Och Mensch. Da piept es so ängstlich vor sich her. Oh nein, da wird jemand von einer Krähe angegriffen. Das ist doch Ursula. Hier hast du noch einen Stock hier. Mit dem Stock. Zack. Das ist bestimmt nur noch wilder. Ach was. Löffel. Das macht sie bestimmt nur noch wilder. Was willst du? Willst du sie füttern oder was? Das macht sie bestimmt nur noch wilder. Ja, was soll es denn? Das macht sie bestimmt nur noch... Schnauze. Wir können die Krähe benutzen. Das macht sie bestimmt nur noch wilder. Ja. Bleib, wo du bist. So kommt die Krähe nicht an dich ran. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber ich bin zu weit weg. Du stehst direkt davor. Oh Mann, die meint es ernst. Ich sollte ihr nicht zu nahe kommen. Aber ich muss Ursula helfen. Du bist ihr schon nahe gekommen. Radioantenne. Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Ist doch Blödsinn. Mit dem Stock. Ein Stock bringt hier nichts.
Als ob. Das muss nicht gelöffelt werden. Manchmal, weißt du was, manchmal hier im Spiel, denke ich mir auch, Schnürsenkel. Ja, vielleicht können wir da irgendwie katapultmäßig was bauen. Der Schnürsenkel sieht noch ganz brauchbar aus. Den nehme ich mit. Schnürsenkel. Komm, physikalisch müsste das doch klappen. Irgendwie da was rumbinden. Kann ich damit die Antenne flitschen lassen und der Krähe damit eins verpassen? Flitschen lassen. Getroffen! Mist! Das bewegt sich ja nicht! Hoppla! Na, die Antenne braucht doch eh keiner mehr. Mit dem Haken daran lässt sich das Seil wie einen Wurfanker werfen. Lass die Kleine in Ruhe, du Vieh, oder ich verpasse dir eins. Verpassen wäre eine gute Idee. Na komm, hier. Ich will ihr nur eine Lektion erteilen und sie nicht mit meinem Wurfanker filetieren. Warum denn nicht? Eine Lektion erteilen. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja. Du und deine Vorsicht. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Und na komm. Mist, die war nicht nah genug dran. Ach Gott. Satz mit X. Da guckst du was? Mist, die war nicht nah genug dran. Und jetzt? Ich bin besser vor. Hier komme ich nicht durch. Da ist eine ganz tiefe Pfütze auf dem Weg. Vielleicht hier gerade mal die beiden Sachen verbinden. Der Schweif von der kleinen Statue. Ich bin besser. Theoretisch kann man doch hier was abspannen und dann hier. Ich geh doch immer nicht mal darüber. Na gut, links sind drei. Was? Mist, die war nicht nah genug dran. Tja. Dann wohl erstmal nicht. Oder? Ich bin besser vorsichtig. Tja. Blausaftautomat. Da müssen wir hin. Da kriegen wir ein bisschen was an Blausaft. Das können wir doch gebrauchen. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Schaut's aus. Wir können's uns nicht mitnehmen. Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur zwei Laubtaler. Ein wir nach wie vor kein Geld. Ein großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas kleingedruckt. Ich kann's mir vorstellen. Der Kauf und oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Tja. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht hat jemand das hier hinterlassen, weil es in der Nähe ein Baumportal gibt. Ja. Ich sehe kein Baumportal. Hier ist ein Baum. Wanderweg Richtung Mauswald. Da wollen wir noch nicht hin. Wegweiser. Jetzt laufen wir da wieder ganz rüber. Warte, geh erstmal hinein.
Ich muss Ursula helfen. Du musst Ursula helfen. Ich kann jetzt ist nicht klar. Ich muss. Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssen noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Wie wär's mit einem Wachstumszauber? Tja. Postfahrrad. Das Vorderrad ist festgefroren. Das Vorderrad ist auch ziemlich groß. Notiz. Vielleicht bringen die uns weiter. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio. Stimme von Mauswald. Ach, das ist die Radiostation. Alles klar. Ludwig Gräber. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mach Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Krähen hier unangenehme Zeitgenossen sind. Ach was. Das bringt nichts. Vielleicht könntest du das als den Löffel als Katapult benutzen. Das wäre eine Möglichkeit. Ein Stock bringt hier nichts. Mit dem Stock kannst du hier nach wie vor nichts machen, oder? Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe, aber ich. Ja, das wäre eine gute Idee. Nagel. Nein, ich bin besser. Nein. Das bringt nichts. Das muss nicht gelingen. Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Hagebutten sind cool. Da geht mir langsam die Ideen aus. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die kleine magische. So viel. Ich beneide, doch es ist also. Ganze Welten warten so viel jetzt. Ich warte im Rad. Der ist auch immer wieder eine große Hilfe. Vor der Überflutung gab es hier bestimmt mehr zu tun für die Post. Wir könnten doch dadurch tröten und da irgendwie den Rahmen verschrecken mit die Krähe. Der große Fluss da hinten ist über die Ufer getreten. Sieht so aus, als hätten die Bewohner ihre Häuser verlassen. Ich kann jetzt nicht einfach weglaufen. Du kannst nicht einfach weglaufen. So, so. Vielleicht kommen wir hier. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Du bist vorsichtig mit dem Ding. Aha, verstehe, verstehe, verstehe. Wenn das da auch noch festfriert, kriegen wir das Rad gar nicht mehr frei. Mit der Antenne funktioniert es ja wohl nicht. Steinerner Fischer. Ich bin besser vorsichtig. Ich will ihr nur eine Lektion erteilen und sie nicht mit meinem Wurfanker filetieren. Ja, ist klar, aber. Das tut auch nichts bringen. Da kommst du, was? Mist, die war nicht nah genug dran. Können wir die Antenne irgendwie verstellen? Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Leckere Beeren. Da komme ich nicht ran. Tja. Gut. Spitzweg nimmt Jerry in seinem Boot, ist doch vorher braucht er noch seine Hilfe. Das hat Einladung, Zwerge liefern keinen Blausaft. Tja, also.
der Bonus-Sammlung. Die können wir uns auch mal angucken. Erfolge. Folge dem weißen Kaninchen. Führe eine glückliche Familie wieder zusammen. Das heißt wahrscheinlich Ursula retten. Sternforschung. Tautropfensammler. Schichtensammler Käferluge. Spielsüchtig. Zeige allen, wie gut du im Quartett bist. Eventmanager bereitet alles für das große Fest vor. Da bin ich dabei. Denn alle Zauberer. Stolzfaden, den habe ich nicht. Du sollst die Funkkuppe nicht aus der Ruhe bringen. Tja. Verbringe einen Monat im Mauswald. Oha. Wenn wir bestimmt hinkriegen. Sticker sammeln. Anbrecher. Spoilert hier ein kleines bisschen. Sagt den Bewohnern vom Mauswald auf Wiedersehen. Oh ja, das ist sehr, das spoilert hier ein klitzebisschen. Ja. Hörbuch. 8 Geschichten aus dem Mäusewald. Aha. Von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. Aha. Ja, nee, das Hörbuch. Die Mauswald-Chroniken. Das müssen wir uns jetzt nicht anhören, oder? Das ist wahrscheinlich eh Zusatz. Zusatzzeug, was wir uns noch kaufen könnten. Anjas Krabbelkäferkindelkrabber. Aha. Videos hätten wir noch und ein Quartett. Videos. Die Markier der Hoto. Ein unmöglicher Reisekoffer. Gute Nacht, Jerry Haselnuss. Lichtung des ersten Baumes. Aha. Sind das die Videos, die wir schon gesehen haben hier? Ja, es kommt mir bekannt vor. Können wir das alles nochmal angucken? Die Zwischensequenz nochmal sehen. Großartig. Und hier haben wir noch ein Quartett. Was wir noch nicht gesammelt haben. Jude, wie kriegen wir die Ursula da raus? Das Gebäude ist eingestürzt. Es sieht aus, als hätte jemand die Decke und Wände einfach auseinandergehackt. Gruselig. Das war wahrscheinlich die Krähe. Vielleicht hier noch. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja gut, dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause an dieser Stelle. Kommen wir gerade eh nicht weiter. Ja, und wenn mich darum so euch gefallen haben, lasst ein Abo da und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder. Guckst du was? Mist, die war nicht nah genug dran. Tja, ein ganz besonders fürstlich guten Tag. Und wir sehen uns. Hören uns. Riechen uns hoffentlich nicht. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ich nehme mir einfach mal eine Knospe mit. Bestimmt nicht schlecht.